Benjamin Blümchen höre ich manchmal, aber das ist ja nur der Anfangssong und dann die Kassette. Ich brauche deutsche Songs. Werdet ihr hier gleich sehen. Also, was fällt euch ein? Wir schießen los, wir tragen ganz viel zusammen. Bitte schön. Laila! Oh Gott, direkt als erstes. Laila. An guten Tagen habe ich gehört. Sehr schön. Was sonst noch? An der Nordseeküste. Was? Ich hab die nicht verstanden! Es gibt kein Bier auf Hawaii! Du hast aber auch schon kräftig getankt heute, kann das sein? Okay, Pippi Langstrumpf habe ich gerade gehört. Raus! Ganz selten. Nee, eigentlich so gut wie nicht. Ich bin eher so im Jazzbereich unterwegs. Ich glaube nicht. Was höre ich heim? Benjamin Blümchen höre ich manchmal, aber das ist ja nur der Anfangssong und dann die Kassette. Nee, eigentlich nicht. Junge, ich hab ein Geheimnis für dich. Was er von mir wollte, wusste ich nicht. Ich sah nur das Grinsen in seinem Gesicht. Was ich dir sage, glaubst du mir nicht? Ich hab einen Wurf. Und meine Brustwunde heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 la. Die wunderschöne. So vielleicht? Raphael? Das war kacke, aber ich hab's versucht. Auf jeden Fall kann man sich darauf freuen, dass endlich wieder möglich ist, dass ich auf die Bühne darf und wir uns auf der Bühne quasi begegnen oder auch davor bei den Live-Shows. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Und ich freue mich natürlich auf die neue Show Rate My Date. Ja, eine neue Dating-Show. Ja, es wird die beste von allen, ganz sicher. Ich bin sehr gespannt, weil die Familie darf mitmischen. Aber ich verrate nicht zu viel. Den besten Comedians Deutschlands möchte ich sagen, macht weiter so. Wann, wenn nicht jetzt, werden Komiker gebraucht, Komiker und Komikerinnen, Comedians, weil die Leute die Option brauchen, auf die Stopptaste zu drücken und eine Auszeit brauchen. Und sagen, okay, jetzt 2-3 Stunden einfach mal lachen und dann mit neuer Kraft alles wieder angehen. Das brauchen wir alle. Also, wann, wenn nicht jetzt, braucht es die besten Comedians Deutschlands. Weitermachen.